Hallo, heute zeige ich dir am Beispiel meines aktuellen Norweger-Projektes, wie du ein dreifarbiges Muster strickst. Damit auf der Rückseite keine langen Fäden entstehen, achte ich darauf, die Fäden beim Stricken zu verweben. Deshalb prüfe ich vor jeder Reihe, wie das Muster aufgebaut ist. Ich lege den Faden, der am wenigsten gestrickt wird, nach ganz links, den Faden, der am meisten gestrickt wird, ganz nach rechts. So kann ich mit diesem Faden die beiden anderen schön umschließen, das zeige ich dir gleich. Den linken Faden wickele ich von oben über den Zeigefinger, den mittleren Faden von unten und den rechten Faden wieder von oben über den Zeigefinger. So liegen die Fäden nicht unmittelbar nebeneinander und lassen sich mit der Stricknadel gut aufnehmen. Alle drei Fäden halte ich mit dem kleinen Finger fest. Das Muster, das ich hier stricke, ist Rost-Blau-Rost, Weiß-Weiß-Weiß, Rost-Blau-Rost und so weiter. Den blauen und den rostfarbenen Faden strickst du einfach so, wie er liegt. Der weiße Faden, mit dem ich die beiden anderen Fäden verwebe, stricke ich einmal von oben, dann von unten, dann wieder von oben. So umschließe ich den blauen und den rostfarbenen Faden mit dem weißen und erreiche, dass auf der Rückseite keine langen Fäden entstehen. Hier siehst du noch einmal gut, wie die Fäden quasi im Zickzack um den Zeigefinger gewickelt sind. Und hier, wie die Fäden über den Handrücken zum kleinen Finger geführt und dort festgehalten werden. Die Nahaufnahme zeigt noch einmal schön, wie der weiße Faden um die beiden anderen Fäden herumgestrickt wird. Die Farbe Rost und Dunkelblau werden einfach so gestrickt, wie sie liegen. Wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und vielleicht hast du auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren.